heute was ganz, ganz Feines, nämlich was ganz Schnelles. Heute aufgenommen, heute rausgekommen und heute sofort das Video online. By the way, wo ich ein bisschen erzähle, mach mal die Kohlen ein bisschen nach innen. Ja, ich bin gerade sofort losgefahren, als ich gesehen habe, der Shop meines Vertrauens hat die neuen Pfefferminzsorten. Und wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein riesen Bubblegum-Fan. Pfefferminzkaugummi ist einfach ein Geschmack, der mich jedes Mal aufs Neue catcht. Neben das Bubblegum immer noch einer meiner Lieblinge. Wenn nicht sogar mein All-Time-Favorite, auf jeden Fall was Bubblegum betrifft. Und hier möchte jemand die Sache ein wenig angreifen. Nämlich die Aquamente. 17,90 € kosten die 200 Gramm in Blechdosen, schön mit Karton verpackt, gefällt mir ziemlich geil, da hier einfach die Warnhinweise drauf sind und ihr einfach eine richtig schöne, clean, geile Dose habt. Ohne Kacken, Rauchen ist tödlich, Aminakolben und also eine Scheiße. Pervers. Das Rand kommt mit einem ganz normalen Zipper, aufziehender Teil und der Tabak ist sofort drin. Könnt ihr entweder drin lassen oder rauspacken, je nachdem wie schnell das raucht. Ich habe jetzt mehrmals schon gesehen, dass das Ganze leicht anfängt zu rosten oder so, aber hatte ich bisher noch keine Probleme mit. Wahrscheinlich, weil die Geschmäcker immer relativ schnell bei mir weg waren. Ja, wir haben den Aquagum hier. Aquagum ist eine der neuen Sorten. Ich glaube, Cherry ist mit rausgekommen, Watermelon, Wildberry und noch eine fünfte, glaube ich. Müssten denn insgesamt jetzt ja, fünf sein. Die fünf habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich habe mich natürlich sofort von den Aquagum entschieden. Ja, Schnitt, typisch Aquamenta. Relativ braun, ein paar feinere Stücke mit drin, ein paar mittlere, minimal Äste mit dabei. Sehr, sehr schöne Feuchtigkeit, minimal überschüssig, aber das tut dem Ganzen wirklich nichts und ja, ist sehr geil eingezogen. Feiere ich auch, da ja, gerade wenn eine neue Sorte auf dem Markt kommt und das Ganze relativ spät erst angekündigt wird, habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, okay, der könnte eventuell nicht ganz so gut eingezogen sein, sondern schnell aus dem Werk gekommen. Habt ihr hier gar nicht das Problem. Das Ganze sieht wirklich extrem geil aus. Ich komme mal eben kurz nach vorne und zeige euch den Schnitt. Ja, guck mal hier. Sieht wirklich extrem geil aus. So, wir halten die Nase rein. Es soll halt einfach Pfefferminzkaugummi sein und diese typische Aquaminternote. Ja, man riecht sofort eine schöne Pfefferminze. Geht auf jeden Fall in die Kaugummi-Richtung. Was Süßliches, das auf jeden Fall den Kaugummi darstellen soll. Und diese ganz typische Aquanote, die ist wirklich, ja, je öfter man verschiedene Dosen von denen geraucht hat, desto mehr Wiedererkennungswert hat das Ganze. Und desto geiler ist es auch. Feiere ich extrem. Eine minimale Kühle in der Nase und es wirkt wirklich alles relativ erfrischend. Und ja, clean. Es ist ein sehr, sehr cleaner Geruch und macht auf jeden Fall Spaß, das Ganze, macht Vorfreude, das Ganze mal zu probieren. Geraucht wird in der Shisha Wax Cloud Mini. Ich versuch's mal eben kurz hier anzuheben. Ne, der hat sich am Tisch festgefressen, was soll er denn? Ah, hier haben wir sie. KS Apo, randvoll gefüllt, 3 One Nation 26er Kohlen, geraucht wird circa 20 Minuten. Und ja, bisher wirklich was ganz Feines, ich zieh mal. Extrem vollmundig. Was als erstes kommt, ist wirklich die Aquamenta-Note. Der Wiedererkennungswert, der ist sofort da und wird dann ganz, ganz schnell abgelöst von dem extrem geilen Pfefferminzaroma. Macht einfach was her. Also die Kaugummi ist sehr im Hintergrund, kommt aber schön an den Seiten mit. Und je länger ihr sozusagen redet und nicht zieht, desto mehr Kaugummi kommt. Der Pfefferminz verzieht sich so ein bisschen und dieses wirklich stupide, normale Kaugummi bleibt da und es schmeckt sehr, sehr geil. Es ist unfassbar gut getroffen. Und ich kann hier auf jeden Fall ab dem zweiten Ton sozusagen eine sehr große Linie mit dem Nameless Bubblegum feststellen. Wobei mir hier jetzt gerade diese Aquamenta-Note drin wirklich extrem geil gefällt. Also ist nochmal ein bisschen was anderes, lässt den Tabak so ein bisschen spielerisch wirken, obwohl er eigentlich eine ziemlich geradlinige Wirkung hat. Was bei Aquamenta halt extrem heftig ist, ihr könnt mit der Hitze so spielen, wie ihr wollt. Der Teil verträgt unfassbar viel Hitze, ihr könnt halt im Noppenkontakt, Vollkontakt, alles rauchen, wie ihr wollt und das Ding hat eine bombastische Geschmacksentwicklung und
verbrennt null. Also ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben, wirklich so einen extrem starken Tabak hinzubekommen, der das Ganze so ja, entgegenhält. Aber es ist unfassbar gut. Normalerweise bin ich jemand, der Bubblegum ganz gerne mit verschiedenen anderen Geschmäckern mischt, um einfach eine schöne, etwas frischere Note, was ein bisschen anderes noch mit reinzuzaubern, was auch sehr oft sehr gut funktioniert. Aber hier beim Aquamenta habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis, das Teil irgendwie zu mischen, weil pur unfassbar geiler Kopf. Ich könnte danach sofort den nächsten durchballern. Ey, der flasht mich extrem gerade. Heftig, also schöne leichte Süße dabei, diese Kühle kommt minimal mit, zieht das Ganze nur ganz leicht runter, unterstützt eher die Aromen und ja, dieser Gampf-Flavor, der am Ende im Mund bleibt, der ist der absolute Wahnsinn. Das ist so detailgetreu, natürlich gehalten, unfassbar. Extrem lecker, feiere ich hart. Rauchentwicklung geht auch auf jeden Fall fit. Man merkt auch, der braucht halt die Hitze, ne, um sich richtig zu entwickeln und richtig die Aromen rauszukitzeln und die Rauchentwicklung. Aber wenn er dem das gibt, was er braucht, dann läuft das Teil ja butterweich. Lasst auf jeden Fall mal ein Abo bei uns da, wenn ihr mehr Videos sehen wollt von uns. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Wir haben gemerkt, sehr, sehr viele von unseren Zuschauern sind gar nicht Abonnenten. Und das wäre doch was, wenn ihr einfach nur antippt, dass ihr abonniert und so am Ball bleibt. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit Aquamenta habt. Von mir aus gibt es hier komplett die Kaufempfehlung. Endlich mal ein Tabak, der mich mal wieder richtig flasht, der einfach mal ja, das gewisse etwas in dir rauskitzelt. Und das ist er auf jeden Fall. Daumen nach oben von mir. Ich hoffe von euch auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut da rein und ciao.